Du hast Todessehnsucht, hast du gesagt? Alles klar. Für viele Doughboys in die Hölle. Der US-Armee entlang der Maas der erste richtige Kampfeinsatz. Obwohl die Mittelmächte nicht mit dieser Offensive gerechnet hatten, bestand das deutsche Heer aus erfahrenen Soldaten, die zu allem bereit waren. Jawohl, ja. So sieht's aus. Und wir starten jetzt Operationen. Und zwar die Operation in die Hölle. Und ich würde sagen, da oben sind die zwei Karten. Wir treten gleich mal einem 40-Leute-Spieler. Na, wir wollen ja mal nicht übertreiben. 40 Spieler. 20 gegen 20 ist erstmal ganz akzeptabel. Tja, sie haben sich gut eingegraben. Na und? Sie haben eh nichts zu fressen. Blackjack Pershing hat keine Ahnung. Der Hunde hat Bunker aus massivem Beton. Geschütze so groß wie Häuser. Betonbunker, Schnellfeuergewehre, Senfgas. Am Fluss wurde ein Dutzend Männer von einer Granate in Fetzen gerissen. Vor diesen Dingern schützt uns der Geist der Freiheit leider nicht. Ich finde, es wird Zeit, dass wir den Hunden von seinem Leid erlösen. Mein Bajonett ist aufgepflanzt, mein Gewehr geladen und ich bin bereit, jeden einzelnen dieser Bastarde zu töten. Jawohl, Leute, und ich bin auch bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Mindestens genauso bereit wie ich. Und wir sind wieder im Wald hier draußen. Wald der Argonnen. Scheinbar haben wir wohl die erste Mission nicht mitgekriegt. Aber das macht nichts. Wir spielen auch im Wald der Argonnen. Zack, bam, da sind wir. Südlich von... Die Deutschen halten was? Apremont? Mehrere Festungen. Ritzbunker. Unsere Priorität ist der Ritzbunker hier. Sobald wir diese Position gesichert haben, müssen wir die Brücke an der Hellfire Corner attackieren und halten. Wird von gemacht. Dort starten wir unseren Angriff auf ihre Stellungen und besetzen die Ruinen dieser Abtei. Vergesst, alles klar. Die Deutschen haben diese Stellungen seit Jahren befestigt. Boah. Yes, wird gefällt also mir. Kein hier, 4 von 5, wir treten dabei. Trupp XP Boost. Yeah, Mann. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ich hoffe mal, es war 2. So. Sektor Oberen. Alles klar, wir sind bei den Eroberern. Oh shit, das ist schon die Gegend. Ich hätte vielleicht nicht gerade bei meinem Squad spawnen sollen. Nein, lass mich hier wohl. Verdammte Axt. Sollte mich unten nicht sehen wollen. Oh scheiße. Das musste ja gut ausgehen. Eine Stolperdrahtbombe. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu voreilig. Ich scheiß mal da oben auf mein Team ganz kurz, auch wenn es gemein ist und man sowas eigentlich nicht tut. Ich will mich erstmal ganz kurz neu formieren, erstmal kurz hier ein bisschen akklimatisieren. Und es wäre ein Traum, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben einen Treffer einkriegen würde. Ey! Musst du nicht gleich schießen, nur wir können auch erstmal reden. Alles cool, Kollege. Ich spawn doch. Was? Bitte was? Alter, hier im Wald ist aber eine brutale Schlacht. Darum ist ein Scharfschütze. Alter, der hat mich voll im Visier gehabt. Vielleicht ist ein Scharfschützengewehr in diesem Level gar nicht so unratsam. Nein, Quatsch, hier kommen oben A. Sehr geil, sehr geil. Ich schicke eine Granate. Oh, das hat den Baum zerfetzt. Ey, Sacrebleu. Ey, natürlich, natürlich. Du bist wieder der Oberking. Der Baum ist zerfetzt, du nicht. Warum denn auch? Richtig, weil du ein Gegner bist und Gegner überleben immer. Wo war die kleine Analthrombose? Alter,
Alter, wenn ich dich in die Finger kriege. Glaube mir, es wird kein Spaß für dich werden. Ist da oben los? Überall. Überall. Und mein Aiming ist ein Haufen Scheiße. Wie will ich ihn damit beeindrucken mit dem Aiming? Halleluja, ist das schlecht. Ihr seht, ich bin wieder absolut in Höchstform, meine Freunde. Wir haben den Sektor erobert. Nein, nicht beenden. Hä? Ja. Wieso drücke ich eine Option? Das war wohl schon mal ein Rage Quit Reflex. So. Sektor, oh Mann. Leute, jetzt mal ein bisschen mehr Konzentration, bitte. Wir machen das jetzt vernünftig, ja? Erstmal werfen wir was rein. Da, was? Achso, ich wollte gerade sagen, ich dachte, bitte. Wieso fliegt der nicht rein? Die war mal richtig perfekt geworfen. So, auf die nahe Distanz ja auch kein Problem ist. Alter, wo kommt die Musik her? Heißt die Musik, dass wir schon verloren haben? Hey, hör auf damit! Warum tust du das? Ich kenne dich nicht. Und du greifst mich einfach an, hä? Findest du das nicht auch uncool? Was macht der denn da? Der weiß, wo ich bin. Alter, ganz gut. Ganz gut. Alles gut. Alter. Und noch öfter könnte ich das Wort Alter auch nicht sagen, wa? Das war gerade knifflig. Ich nenne es mal knifflig. So, sind noch mehr Flitz piepen? Ja! Auf dem Boden, Junge! Er schleicht auf dem Boden, kriegt da rum. Gut, dass mein Kollege hinter mir war und schlecht, dass sein Kollege hinter ihm war. Ach, scheiß drauf. Hier, tief unter Beschuss, Leute. Reißt euch am Riemen. Granate raus! Kurz Nummer testen. Mann, warum erschreckst du mich denn so? Was soll denn der für eine Fanz? Hier unten rein, sagt ihr? Gerne, ich bin dabei. Ja, schon. Hier. Auf der. Hier, frische Munition! Mach auf! Shit. Mal auf gerade wohl, falls er eine Rundung hat. Okay, Mann, Leute. Bin ich auch mal irgendwann geheilt wieder? Hä, warum haut denn der? Ach so, ich spiele gar nicht Siege, ich kann mich gar nicht zur Seite lehnen. Ha! Fail. Ich wollte mich gerade so nach rechts lehnen im Zielmodus, aber da ist ja ein Nahkampfangriff drauf. Richtig schlecht. Richtig schlecht. Was fällt mir eigentlich ein? Lass das mal sein, ja? Das finde ich nicht so cool von dir. Oh, hier ein Medipack. Wir haben noch die Hälfte unserer Truppen. Die Hälfte, Mann. Leute, hier ist noch ein bisschen Munition. Ich lege die mal hier hin auf den Boden. Ihr könnt euch die einsammeln, wenn ihr wollt. Und wenn ihr Zeit habt, natürlich. Das bleibt ganz euch überlassen. Wie es euch am besten passt. War noch einer. Beschwören können wir einer. Nein, nein, du zuerst. Du zuerst, Kollege. Leute, wo war denn das Medipack hier? Oh! Guck, wie er da oben liegt mit seinem Gewehr. Und wie er da über den Felsen rüber guckt, ey. Das ist ja wohl unmöglich. Das ist ja wohl unmöglich. Ja, ich spawn bei A, wirft er mich hin mitten in den Urwald. Ich glaube, es hackt.
Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Hör auf damit. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Zeig dich. Alter. Ein richtiges Motherfucker-Aiming war das. Aber auch richtig böse. Da starten wir nochmal neu. Hier bei dem Kollegen. Wieder im Kreis rennen. Unter Beschuss sind sie auf einmal. Da starten wir eben bei B. Da bin ich ja flexibel. Da ist ein Sanitäter. Es ist schon mal immer gut, beim Sanitäter dann hier zu bleiben. Ey. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Was gab's denn hier drin nochmal? War irgendwas Interessantes? Ich gehe mal durch den Graben hier. Ich hätte doch nicht durch den Graben gehen sollen. Ich habe so ein geiles Talent dafür, immer ins Fettnäpfchen zu treten. Leute, das ist ein Talent, glaubt mir. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und bei mir ist es leider eine Selbstverständlichkeit, da reinzutreten. Als ob alles, als ob das ganze Level hier ein riesengroßes Fettnäpfchen wäre. So müsst ihr euch das irgendwie sinnbildlich vorstellen. Einsatzziel erobert, ich habe gar nichts gemacht. Außer ab und zu mal zu sterben. Aber es ist schon okay, ist schon okay. Yes! 4 Venom. Ich würde eher sagen 4 mal Grenade. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Geht's hier lang? Hier geht's nicht lang. Hi, lauf mir bitte nicht hinterher. Das war ein Fehler, pass auf, mein Lieber. Gleich dreht er um, dann kommt er zurück. Und der auch gleich. Oh nein, schnell zurück, dann geht's ja gar nicht weiter. Was hat denn die Idioten mir da gezeigt, denkt er. Dann gehen wir im Fehler an. Oh Mann, Alter. Manchmal, wenn dieses Kreiszeichen über dem Kopf verschwindet, dann denke ich, das ist ein Feind. Wie soll mir aber nicht so eine Angst einjagen? Munition hier! Soll ich mit Grenade eine neue Handgranate haben? Oder drin geht's ab? Granate ist raus, ich mach das. Leute, ich regel das. Hier ist ja alles voll mit Leuten. Hat jemand Munition bestellt? Hier ist Munition. Alter Schwede. Warum brenne ich nicht schon wieder? Nicht hallo. Diese Brandgranate sind mega heftig. Sollte ich auch mal unbedingt ausrüsten. Aber wenn du erstmal einmal anfängst zu brennen, vor allem wenn du nicht 100% dem machst, dann wirst du definitiv an der Brandgranate draufgehen. Das ist Fact. Hier, Munition! Eieiei, haben wir einen Sanitäter hier? Ich fordere mal an. Da hinten haben wir einen Sanitäter. Sanitäter legt ein Päckchen ab hier. Wir haben Not. Not am Mann hier drin. Alter, was hier los ist. Das ist ja heftiger als in der Buggy. Hallo? Hey. Da war ich wieder ein bisschen zu forsch. Mehr Munition. Hier nehmt doch das große Päckchen, Mann. Und nur die kleinen. Hier, Munition. Oh Mann. Alter, was hier los ist, ey. Vor allem, es kümmert sich keiner mehr um den Rest, ne? Wenn alle hier sich kloppen, eigentlich sollte ich zurückgehen. Da drüben so ein bisschen mithelfen. Wir haben Einsatzziel Albert. Das lasse ich euch mal kurz da. Die bedienen sich bei Albert nämlich, das wollen wir nicht. Oh Scheiße, ich gehe gleich drauf, ich habe doch kein Leben mehr. Ich hab dir mal kurze Päckchen drüber weggenommen, ich brauch das gerade selber. Ich brauche nämlich mal eine Notfallgranate, die ist ganz wichtig.
Okay, es gibt keine Granate. Dann nimm nicht. Dann geht's ohne weiter. Auf! Was ist da los? Du hast Todessehnsucht, hast du gesagt? Alles klar. Mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Leben. Was Flammschützen-Kit geworden? Wunderbar. Was macht er denn da? Ist er jetzt von allen guten Geistern verlassen? Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Nein, Leute. Unterstützung. Wie geht das anfordern? Verstärkung. Was? Wir haben verloren? Oh nein. Wie konnte das geschehen, Leute? Wie konnte das geschehen? Wir haben verkackt. Und wir wollen den Sieg. Macht euch bereit für einen letzten Angriff. Die letzte Chance zu bekommen, was wir wollen. Alter, guck mal. Zack, zack, zack. Die Deutschen alles eingenommen da. Letzter Angriff. Wer waren wir eigentlich, frage ich mich gerade. Welche Partei haben wir gespielt? Ich habe nicht darauf geachtet. Oh, jetzt geht's los, Junge. Das fette Ding mitten durch den Wald. Das ist so genial. Ach, wir sind die Amerikaner. Alles Roga. So, warum bin ich nicht im Zug gespawnt, Leute? Könnt ihr mir das verraten? Ich weiß es nicht. Ich war wieder völlig anwesend. Völlig geistesanwesend. Oh Gott, mach mal halt, Mann. Kann ich einsteigen? Das wäre echt cool, Leute, wenn ich mitfahren dürfte. Yes! Was habe ich hier? Oh Gott. Das Ding könnte brutal werden. Voraussetzung, ich treffe. Alter, was war das denn gerade? Hat der Zug immer rumgelegt? Hier oben auf den Bergbahn sind doch alle. Die ganzen Schergen von so. Bitte was? Ist das dein Ernst, Junge, dass ich mit diesem MG so oft auf die raufschießen muss? Spiel, ist das dein Ernst? Das glaube ich jetzt nicht, oder? Das ist doch ein ganz schlechter Witz, ist das doch, ey. Wie unlogisch ist der Scheiß denn? Aber tut mir leid, dass ich mich gerade so ein bisschen darüber aufrege, aber das ist ja wohl richtig verkommen. Alter, eine so eine Kugel und du siehst aus wie eine Pampelmuse. Ja! So zu Gier ist richtig, er liegt da, Junge. Okay, die sind schon down. Wir haben den Sektor gesichert. Der Sektor ist gesichert. Wo seid ihr, Freunde? Wo seid ihr? Hier, guck mal, da ist die Jagdhütte. Wow. Ich hab die optimale Reichweite zur Jagdhütte. Ist ja ein Traum. Feind getroffen, 49. Alter Schwede, Junge. Wenn du von so einem Ding getroffen wirst, Alter, danach siehst du aus. Alter, da könntest du locker Beauty-Tipps bei YouTube geben. Ohne Witz. Das kann nicht rasen. Der Zug ist auch gleich down. Down ist er gleich. Was ist denn da hinten los? Leute, ihr macht mir Kummer, macht ihr mir. Da! Ich hab ihn doch gesehen. Im Ernst? Was ist denn das? Ist das ein Dings hier? Ist das ein Fahrzeug oder warum hält er so viel aus? Der dürfte gar nicht mehr leben nach so ein paar Kugeln. Ey, nicht wegfahren. Warte doch mal kurz, ich bin noch gar nicht fertig hier. Gemeinheit. Komm, raus dem scheiß Ding. Ist ja wohl witzig, das ist ja wohl.
haben Einsatzziel Cäsar verloren. Frische Munition. So, Bretter gehen wir aber nicht her, das könnte man glauben. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Oh, was? Shit. Alter, mit der Panzerabwehrgranate. Da fällt mir gerade was ein. Apropos Panzerabwehrgranaten. Danke dir. Ich würde mal langsam mal gerne zur Abwechslung wieder, um euch das mal ein bisschen zu zeigen und auch um euch Abwechslung zu bieten, würde ich vielleicht gerne mal mit der Sturmklasse spielen. Alter, was ist jetzt hier los? Ich sieht man da gar nichts mehr. Kommt in die Suppe hierher. Scheiße. Aber noch getroffen. Du versus Feind. 1-2. Ghostlife 91. Ich grüße dich, Ghostlife 91. Das hast du wunderbar gemacht. Doch, ich habe so das Gefühl, ihr werdet trotzdem nicht gewinnen. Ja, für dich. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ich teste mal das Ding hier aus. Okay, Alter, ich sehe so viel. Mit Adrien. Geh ab da. Scheiße. Kein Sanitäter in der Nähe, das heißt, ich spawne kurz neu und, meine Freunde, Premiere. Oder vielleicht auch keine Premiere, wir haben es schon einmal gespielt. Was soll ich mit der Panzerbüchse? Ja, wir testen sie mal. Sturmsoldat. Nein, nicht da rein. Oh nein. Alles falsch gemacht. Was ist das denn? Das Ding hat nur MGs, wa? Na gut. 12. Der Zug ist gleich kaputt, Alter. Der Zug ist gleich down. Der macht nicht mehr lang. So, was haben wir denn hier? Ich würde mal gerne einen von den People sehen hier. Leute, wo seid ihr? Ah, scheiße, die kommen nicht mehr ran, wa? Too late. Nein! Verdammt! Und ich bin einfach ganz straight im Zug sitzen geblieben. Jomen. Wir holen uns nämlich an zurück. Sturmsoldat. Ein bisschen Sturmsoldat. Spielen. Alles klar, let's go. Ich bin wieder mitten reingespawnt hier in die ganze Ballerei. Ah, wir nehmen das Ding. Ey, du. Reiß dich am Ding. Oh, das ist ein Gepanzerter. Verdammte Scheiße. Oh shit. Na okay, er sagt hier das nicht da. Alter. Also der hat mich jetzt wirklich überrascht, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, ich wollte Alpha mit einnehmen. Das ist doch gemein. Fliegt jetzt schon rum. Zumindest doch, was da von übrig geblieben ist. Oh, was war ein richtiger Schuss, da gebe ich dir recht. Können wir Alpha jetzt einnehmen hier? Oder Albert? Meinetwegen auch Albert. Lauf dahin! Eine Stolperdrahtbombe, shit. Die war echt gut platziert. Die war gut platziert. Okay, Bertha mal verloren. Ist irgendwie bei Bertha? Momentan noch nicht. Das heißt, ich begebe mich jetzt mit meinem Team zu Bertha hin. Auf. Leute, mir nach. Aussieht. Das ist so krass. Vor allem, ich war dann logischerweise, ich war damals im ersten Weltkrieg nicht da, aber ich wette, so in etwa hat es da wirklich ausgesehen. Nur noch viel brutaler. Heftig. Entschuldigung, ich muss mal kurz gehen. Sektor erobert. Die Sanitäter, die bewegen sich auch nicht von der Stelle, wa? Sektor räumen. Nein, nicht B.
Oh Gott, und dann wieder ganz hier hinten. Ich wollte bei meinem Kollegen rauskommen. Aber was soll's. Brennt schon wieder. Ich hab wieder alles richtig gemacht. Das letzte Einsatzziel ist zum Greifen nah. Huch! Was? Hä? Ich hab aus Versehen das scheiß andere Gewehr in die Hand genommen. So eine Kacke. Das wollte ich gar nicht. Aber es war ein verdammtes Versehen. Stehe ich da mit der Panzerbüchse im Wald rum? Wo ist denn die Action? Hier, bei A ist die Action. So, du wurdest befördert. Jawohl, du hast eine Trophäe erhalten sogar. Auf damit. Mist. Mist, Mist, Mist. Alter, der kriegt Kugeln. Der kriegt Kugeln auf die Glatze. Darüber würde sich keiner freuen. Warum brenne ich ihn schon wieder? Nein! Oh Kacke! Hab ich alles falsch gemacht? Alter, hier brennt alles, hier brennt alles. Noch Munition. Munition, schnell! Scharfschütze. Wo ist er? Ich bin schon mal oben drauf gelaufen, oder? Okay. Shit. Ah, der hat mich schon dreimal gekriegt. Der Typ. Schnell war. Bei B nehmen sie gerade ein, nämlich ich muss bei A unbedingt ein bisschen Backup geben. Yes, Leute, wir haben gewonnen! Gute Arbeit, Jungs! Geil, Mann! Mit den Siegen der Franzosen bricht die gesamte deutsche Front zusammen. Sie werden sich noch vor Einbruch der Nacht ergeben. Beten wir, dass dieser Krieg alle Kriege beendet. Der Erfolg der Mars-Argonne-Offensive war teuer erkauft. Ja. Ist bis heute die blutigste Schlacht in der Geschichte Amerikas. Heftig. Das deutsche Heer musste allerdings kapitulieren und einen von den Entente-Mächten diktierten Friedensvertrag akzeptieren. Respekt an jeden Einzelnen, der damals dort gekämpft hat. Heftig. Und wie wir leider wissen, war der Erste Weltkrieg nicht der eine Krieg, der alle anderen beenden soll. Leider nicht. Mal 2,3, das ist ja richtig garstig. Angriffsbewertung. Okay, dieses Punktesystem, das habe ich noch nicht ganz, das verstehe ich noch nicht, ja. Damit kenne ich mich nicht aus. Aber es lässt sich schön angucken. Battlepack-Abwurf. Wer kriegt die Battlepacks? Das wüsste ich auch gerne. So, wir gucken auf den Trupp. Auf Munitionierung habe ich. 42, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, wir sind nur nirgendwo führend, aber es ist trotzdem ganz okay. Oh, 0,87. Hier unser Level Up. Was sind das hier eigentlich? Rückseite. Mit 100 Kills mit dem M1909. Ach echt, so viel Kills habe ich damit schon. Boah, Alter, hat das Punkte gebracht. Was ist das hier, forderte Corporal? Wie oft bin ich denn gestorben? Da unten bin ich Platz 15, 16 Mal gestorben. Oft. Naja, egal, Leute. Das hat mega Bock gebracht. Ich glaube, Operationen werde ich öfter spielen. Ich werde nicht jedes Spiel aufnehmen, aber ich werde euch ab und zu mal mit dran teilhaben lassen. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall nur noch die Videos uploaden jetzt in Zukunft, die wirklich gut gelaufen sind. Also ich werde versuchen, euch gutes Gameplay zu liefern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, guckt die anderen Videos von der Crew und haltet die Ohren steif. Wie immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!